Mein Name ist Marco Bando. Ich bin seit 2007 im Unternehmen und zuständig für die Fördertechnik hier im Werk. Ja, mein Name ist Jan Menninghaus. Wir sind hier bei der Firma Egger Holzwerkstoffe in Wismar und ich bin hier zuständig für die Produktion und Versandlogistik. Wir als Familie in Egger wurden 1960 gegründet in St. Johann in Tirol. Wir hatten inzwischen 17 Standorte, unter anderem auch hier in Wismar, wo wir uns gerade befinden. Wir stellen hierher Laminatfußboden, wie Sie hier sehen, und OSB-Platten. Und hierzu nutzen wir unter anderem auch die neuen Hebestapler rund um die Uhr. Den Linde E35HL nutzen wir zur Produktion Fähr- und Entsorgung und den Linde H50 zur B- und Entladung von unseren LKWs. Und wir haben den Lindenstapler, den Linde E35HL, getestet mit 4 verschiedenen anderen Herstellern und dann für dieses Gerät entschieden, weil auch der Überblick bei den Staplern hervorragend ist und die Leute auch, die es auch bewertet haben, auch sehr gut mit klar gekommen sind. Am Linde E35HL gefällt mir am besten, dass er sehr leise ist, dass der Sitz sehr komfortabel ist und das Zusatzsystem, den Linde Safety Pilot. In puncto Sicherheit ist das Linde Safety Pilot sehr, sehr wichtig. Er gibt dem Fahrer viele Informationen, die er benötigt, um gut zu fahren und wenig Beschädigungen zu erreichen. Sobald ich eine Last aufnehme, zeigt mir der Linde Safety Pilot den Neigungswinkel an, das aktuelle Gewicht, die aktuelle Hubhöhe und die maximale Hubhöhe. Dank der Traglastanzeige des Linde Safety Pilot kann ich auf großen Höhen sicher und schnell ein- und auslagern. Wenn ich mal in den Grenzbereich kommen sollte, schaltet der Linde Safety Pilot sich zu, regelt das Gerät selber ab, sprich ich kann die Ware nicht mehr anheben, nur noch absenken und nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren. Dadurch werden Beschädigungen und Arbeitsunfälle vermindert. Da wir einen vollkontinuierlichen Prozess haben, ist für uns ganz wichtig, dass die Stapler auch eine hohe Verfügbarkeit haben. Als weiteres Feature nutzen wir ein akustisches Signal und ein Blitzlicht, aber auch das Linde Blue Spot und den Linde Crash Sensor. Die Eingewöhnungszeit auf den Linde E35HL war für unsere Fahrer sehr, sehr kurz. Das Gerät ist sehr selbsterklärend und von daher war ein Reibungsübergang möglich.